Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Video, auf das ich mich immer schon sehr freue, denn es geht um die 22 für 2022 Challenge. Ich habe mir Anfang des Jahres 22 Bücher rausgesucht, die ich euch auch gezeigt habe, die ich mir für dieses Jahr fest vorgenommen habe. Und dieses Jahr gab es eine kleine Änderung zu den Jahren davor, denn ich habe nicht nur Bücher, die auf meinem Sub liegen, auf diese Liste geschrieben, sondern habe eben geschaut, welche Bücher erscheinen so im Laufe des Jahres, welche Bücher möchte ich unbedingt lesen und auch die sind auf diese Liste gewandert. Von daher, da habe ich mir so ein bisschen erhofft, dass ich vielleicht eher wirklich diese Bücher dann auch lese, als eben immer so diese Subleichen da aufzuschreiben, wo ich mir denke, okay, es wäre ganz cool, wenn die mal gelesen werden würden. Und dann im Endeffekt liest man sie trotzdem nicht, weil dann zu viele andere gute, aktuelle Bücher erscheinen, auf die man plötzlich mehr Lust hat. Deshalb war es dieses Jahr wirklich so, dass ich einige Bücher rausgesucht habe, die Anfang des Jahres noch gar nicht erschienen sind. Habe mir die hier alle in mein schlaues Bookjournal aufgeschrieben, beziehungsweise ausgedruckt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir den Stapel an Büchern mal durch. Ich glaube, ich habe tatsächlich fast alle Bücher auf jeden Fall schon mal da, die auf dieser Liste stehen. Und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird, wie das Fazit so aussieht, ob ich mich gut geschlagen habe oder nicht. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mal an. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare, falls ihr auch so eine Challenge euch irgendwie am Anfang des Jahres gesetzt habt, wie viele Bücher ihr gelesen habt und wie viele nicht. Das würde mich sehr interessieren. Ich liebe so Challenges. Ich liebe das einfach Anfang des Jahres, mir da neue Bücher rauszusuchen. Werde es definitiv nächstes Jahr auch machen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall, denn es sind einige Bücher und das ist nicht alles. Ja, mal gucken, welche ich gelesen habe und welche nicht. Ich würde sagen, ich gehe hier einfach mal die Reihenfolge so, wie ich sie mir hier eben aufgeklebt habe. Und dann starten wir direkt mal mit dem Heartstopper Yearbook. Und das würde ich euch jetzt total gerne zeigen, aber ich habe es noch nicht und ich habe es auch noch nicht gelesen, leider. Das werde ich definitiv noch lesen, aber irgendwie bin ich dieses Jahr jetzt, das ist ja auch erst im Oktober, glaube ich, erschienen. Ich glaube, das Deutsche sogar erst im November. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, habe es schon häufiger im Buchladen stehen sehen und werde es mir definitiv noch kaufen. Ich bin auch die ganze Zeit überlegen, habe ich mehr Lust auf das Englische, habe ich mehr Lust auf das Deutsche? Keine Ahnung, sie haben genau das gleiche Cover, sehen ziemlich ähnlich aus, sind beides Hardcover-Ausgaben. Mal schauen. Vielleicht hole ich mir die englische, wenn es irgendwie mal wieder einen guten Rabatt gibt. Ja, mal gucken. Falls ihr das Buch gelesen habt, dann sagt mir gerne mal, wie es war. Ich glaube, es ist so ein Buch, das braucht man eigentlich nicht, aber es ist trotzdem irgendwie cute, vor allem wenn man eben das ganze Heartstopper-Universum eh schon liebt. Und ich liebe die Serie, ich liebe die Graphic Novels und deshalb war irgendwie für mich von Anfang an klar, dass ich das Buch lesen möchte. Jetzt habe ich es nicht gelesen, aber wie gesagt, ich glaube, das wandert nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auf meine Wunschliste beziehungsweise auf meine Want-to-Read-Liste und dann werde ich nächstes Jahr hoffentlich davon berichten können. Das nächste Buch auf meiner schlauen Liste hier ist High Hopes von Ava Reed. Und als ich mir die Liste hier vorhin angeschaut habe und die Bücher rausgesucht habe, habe ich gesehen, dass ich mir das als gelesen markiert habe und war erst kurzzeitig total verwirrt, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass diese Reihe ja komplett verschoben wurde. Ich habe das erste gelesen, habe das wieder schon total vergessen, weil ich glaube, die Folgebände, die ja eigentlich früher angekündigt waren, hier steht zum Beispiel Band 2, 26.08.22, das ist ja noch nicht erschienen, soweit ich weiß. Und ich glaube, aus unterschiedlichen Gründen wurde die Reihe eben insgesamt nach hinten verschoben. Und da habe ich irgendwie kurzzeitig total vergessen, dass der erste ja aber schon erschienen ist und dass ich ihn auch gelesen habe. Ganz kurz zum Inhalt. Es geht ja hier um Laura Collins. Und ihr größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen, als sie eine Stelle an einer der angesehensten Kliniken des Landes ergattert. Das Whitestone Hospital. Das ist dieses Krankenhaus, wo auch die komplette Reihe spielt. Und sie trifft dort an ihrem ersten Tag unterwegs schon auf einen Typen, den sie dann auch dort im Krankenhaus wieder trifft. Und ich glaube, dieser Typ war irgendwie ihr Vorgesetzter, wie nennt man das? Der junge Stationsarzt, genau. Also er ist, glaube ich, irgendwie wirklich ein Arzt und sie ist eben jetzt noch in der, wie nennt man das? Ausbildung, keine Ahnung, sie ist eine Assistenzärztin. Das müsste ich eigentlich alles von Grey's Anatomy wissen, aber ja. Ich habe das erste Buch gelesen und mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Ich mag Ava Reeds Schreibstil tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich finde, man verliert sich in den Seiten einfach immer total und es ließ sich einfach super gut lesen. Ich bin sehr schnell durchgekommen. Ich mochte das Krankenhaus-Setting. Es hat mir auch wirklich Grey's Anatomy-Vibes gegeben, obwohl die Autorin Grey's Anatomy nie geschaut hat, wie sie gesagt hat.
Aber ich finde einfach dieses Krankenhaus-Setting mit spannenden Fällen und gleichzeitig aber diese soziale Komponente, dass die Ärzte und Ärztinnen untereinander sich eben besser kennenlernen und dass da eben auch noch viel passiert und so weiter, finde ich irgendwie einfach spannend und unterhaltsam. Und ich mochte, wie gesagt, den ersten Teil gerne. Es war kein Highlight, aber ich habe es gelesen und ich werde die Reihe definitiv auch weiterhin verfolgen. Ja, so viel zu diesem Buch. Das dritte Buch auf meiner Liste ist Like Fire We Burn. Das ist dieses Buch hier und da habe ich ja jetzt auch schon den dritten Teil hier, den ich noch nicht gelesen habe. Den zweiten habe ich aber gelesen und ich muss sagen, er hat mir nicht ganz gut gefallen wie der erste. Obwohl ich fand den ersten auch schon nicht perfekt. Und ich glaube jetzt, je mehr Zeit vergeht zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe, also je mehr Zeit zwischen gelesen und jetzt sozusagen entsteht, desto mehr Kritikpunkte habe ich auch. Vielleicht habe ich das damals ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu wenig kritisch gelesen, beziehungsweise vielleicht fallen mir einfach mittlerweile einfach andere Dinge auf. Bei diesem Teil hat mich wirklich einiges irgendwie genervt. Ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, was. Ich kann versuchen, ich kann jetzt nichts versprechen, aber falls ich es gemacht habe, könnt ihr in der Infobox mal gucken. Dann schreibe ich euch da immer den jeweiligen Lesemonat dazu, wo ich das gelesen habe. Dann könnt ihr da einfach nochmal vorbeischauen und meine ausführliche Meinung nochmal anhören, weil ich meine, das ist jetzt echt schon wieder Monate her und ich bin so jemand, ich kann mir echt nicht gut Inhalte von Büchern merken. Gerade im New Adult-Bereich verschwimmt dann irgendwie alles doch manchmal. Aber ich weiß noch, dass ich es jetzt nicht so mega gut fand. Ich glaube, es hat irgendwie 3 Sterne oder so von mir bekommen. Deshalb bin ich jetzt auch sehr gespannt auf den dritten Teil. Hoffe, dass der besser wird, obwohl ich da auch schon so gemischte Dinge gehört habe. Deshalb drücke ich mich jetzt die ganze Zeit noch ein bisschen davor vom Lesen. Aber wir werden sehen. Vielleicht gefällt es mir richtig gut. Auf jeden Fall mag ich Espen, also dieses kleine Winterdorf, wo die ganze Reihe spielt. Mag ich total. Es ist auf jeden Fall so eine gemütliche Atmosphäre, das definitiv. Aber ja, es waren einfach so ein paar kleine Dinge, die mich da schon eben so ein bisschen genervt haben, gerade an den Charakteren und wie sie eben gehandelt haben. Das vierte Buch auf meiner Liste ist The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Und auch dieses Buch habe ich gelesen. Ich zeige euch hier mal das Deutsche. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, das Englische nicht aus dem Regal geholt. Ich habe es auf Englisch eigentlich gelesen gehabt. Und es steht auch auf Englisch tatsächlich auf meiner Liste. Von daher doppelt erledigt, obwohl das ja eigentlich total egal ist. Aber ja, ich habe es gelesen und das hier war wirklich ein absolutes Highlight von mir in diesem Jahr. Ich habe es wirklich geliebt und dieses Buch hat mich wirklich zu Tränen ja, gerührt ist eigentlich das falsche Wort, weil es waren jetzt nicht wirklich glückliche Tränen, sondern es hat mich wirklich irgendwie so innerlich leiden lassen, aber irgendwie trotzdem in einer guten Art und Weise. Es war unglaublich gut. Wie der Titel schon sagt, geht es einfach um Evelyn Hugo und das Buch erzählt ihr Leben nach. Sie ist also, wie sie sozusagen in die Rolle einer Hollywood-Schauspielerin reinwächst und was das eben alles so mit sich bringt. Und dann werden eben die verschiedenen Ehemänner, die sie in ihrem Leben hat, die Phasen oder die Zeiten mit denen, werden hier so einfach nacherzählt. Also es ist wirklich immer unterschiedliche Kapitel und am Anfang von jedem Abschnitt steht dann sozusagen der Typ, der dann gerade eben da ihr Ehemann ist. Ich kann gerade mal schauen, ob ich da eine... Hier genau. Hier steht dann zum Beispiel jetzt der Arme, Ernie Diaz oder Diaz, Ernie Diaz wahrscheinlich. Und dann kommt eben eine Zeit lang, wie dieser Typ ihr Ehemann war. Und es hat so viele Twists und es ist irgendwie so herzergreifend und es zeigt irgendwie, wie oder was für Herausforderungen man gerade als Frau auch in diesen Jahren einfach so hatte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es spielt, aber es ist auf jeden Fall schon etwas länger her, also irgendwie 1900 irgendwas Jahren, soweit ich weiß. 1955. Genau, da ist sie nach Hollywood gekommen. Es ist Fiktion, also alles nur erfunden, aber ich finde, bei den Büchern von Taylor Jenkins Reid hat man immer so das Gefühl, als würde einfach so eine wahre Geschichte nacherzählt werden. Und das mag ich total gerne, von daher bin ich sehr, sehr happy, dass ich es gelesen habe. Und ich freue mich echt auf jedes weitere Buch, das auch nächstes Jahr übersetzt wird von ihr. Zum Beispiel Malibu Rising, das habe ich auch noch nicht gelesen, obwohl ich das Englische schon hier habe. Aber ich freue mich drauf und auch das hier kann ich wirklich nur empfehlen. Buch Nummer 5 auf meiner Liste, das ich ebenfalls gelesen habe. Ihr seht, es lief tatsächlich ziemlich gut. Und zwar ist das fünfte Buch Kulti. Das war mein erstes Buch dieses Jahr von Mariana Zapata. Ich habe von diesem Buch irgendwann schon gesprochen. Es geht um Fußball. Mariana Zapata wird ja als Queen of Slow Burn bezeichnet. Und es ist wirklich ein anderes Level of Slow Burn. Ich war in diesem ersten Buch wirklich ein bisschen überrascht und etwas demotiviert, muss ich sagen, weil es mir tatsächlich zu slow war. Ihre Bücher sind alles Romance-Bücher, auch wenn es nicht so wirklich so aussieht. Aber sie sind immer super dick. Dieses Jahr hat 550 Seiten und wirklich auch mit viel Text. Also jetzt nicht so, dass es irgendwie groß geschrieben war oder so. Und wenn man sagt Slow Burn, bedeutet das bei ihren Büchern wirklich,
es passiert 500 Seiten gar nichts und dann auf den letzten 10 Seiten kommen die Charaktere dann zusammen. So slow ist wirklich sind ihre Bücher. Ich habe jetzt noch ein anderes gelesen dieses Jahr, und zwar From Lukov with Love. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mich schon irgendwie so ein bisschen darauf eingestellt habe, dass auch dieses Buch so slow sein würde, oder ob mir einfach die Geschichte und die Dialoge mehr zugesagt haben. Aber das war wirklich für mich ein 5-Sterne-Buch. Ich habe es absolut geliebt. Es war grandios. Das hier hat mir mittelmäßig gut gefallen. Hat, glaube ich, auch irgendwie so 3,5 Sterne bekommen oder so. Es war nicht so, dass ich es irgendwie weglegen wollte. Ich habe es wirklich relativ schnell durchgelesen. Aber im Nachhinein war es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, es war so unglaublich gut. Und das, obwohl die Bewertung für ihre Bücher, das ist krass. Ihr müsst mal auf Amazon einfach nur die Bewertung anschauen. Tausende Bewertungen und jedes ihrer Bücher hat irgendwie einen Durchschnitt von 4,8 oder so. Also sie begeistert sehr, sehr, sehr viele LeserInnen. Und ich werde definitiv noch viel mehr von ihr lesen, weil wie gesagt, das letzte hat mir deutlich besser gefallen. Ich habe jetzt noch eins hier auf meinem Sub und das wird dann nächstes Jahr drankommen. Das 6. Buch auf meiner Liste ist Walk in Love und auch das hier habe ich gelesen. Und ich glaube, das ist das Buch, wo ich bisher am allermeisten markiert habe. Ich weiß gar nicht, ob das so gut rüberkommt, weil es diese Pastellfarben sind. Aber ich habe so unglaublich viel markiert und ich glaube, das sagt wirklich schon alles. Das ist der 3. Teil von der Faith, Hope, Love Trilogie und ich habe diese komplette Reihe wirklich so geliebt. Das ist eine christliche Reihe, also die Charaktere in diesem Buch sind Christen und sie erzählen einfach so, beziehungsweise es ist ganz normal ihre Geschichte. Sie haben Höhen und Tiefen, es sind Krisen, sie verlieben sich, sie lernen sich erstmals kennen, sie finden neue Freunde. All das, was man eben in den Teenie-Jahren beziehungsweise etwas später alles so durchmacht. Und trotzdem haben Felicitas Brandts Bücher wirklich sowas an sich, was diese Bücher für mich zu was ganz, ganz, ganz Besonderem machen. Die Geschichten beziehungsweise die Charaktere sind so unglaublich facettenreich, wie ich es wirklich fast noch nie in irgendwelchen anderen Büchern erlebt habe. Das war hier wirklich, ich habe es gelesen und habe mich wirklich Teil der Geschichte gefühlt. Habe das Gefühl gehabt, dass diese Charaktere wirklich so irgendwo da draußen existieren müssen, weil es einfach so unglaublich echt gewirkt hat. Und deshalb empfehle ich ihre Reihe wirklich total gerne. Ich finde, sie wurde wirklich mit jedem Band besser. Man kann sie unabhängig voneinander lesen, soweit ich weiß. Ich würde aber empfehlen, sie nach der richtigen Reihenfolge zu lesen. Einfach, weil es eine große Clique ist. Gerade Band 2 und 3 sollte man in der richtigen Reihenfolge lesen, weil man da schon so ein paar Infos zu den Charakteren aus diesem 3. Band dann erhält. Aber es ist wirklich, oh, ich liebe diese Reihe und Walk in Love war echt mein Lieblingsbuch dieser Reihe und ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Also auch, falls ihr irgendwie Leute kennt, Freunde habt oder sowas, die gerne oder die in Gemeinden gehen, dann ist das wirklich eine Reihe, die kann man wirklich nur empfehlen. Das ist so ein neues Genre, was irgendwie so entwickelt wurde, sag ich mal, vom Brunnen Verlag jetzt, und zwar Faithful New Adult. Also es ist so ein New Adult Bereich, sag ich mal, aber wie gesagt, geht es eben darum, dass die Protagonisten Christen sind und da sind dann doch manche Dinge vielleicht etwas anders als im klassischen New Adult, aber top. Also wirklich top. Und es war in keinem Fall so, dass irgendwie das Christliche oder die christlichen Ansichten oder wie sie ihren Glauben gelebt haben, irgendwie aufgezwungen gewirkt hat. Es wurde nichts irgendwie missioniert oder so, sondern es war wirklich einfach schön zu sehen, dass so christliche Protagonisten und Protagonistinnen wirklich auch gut repräsentiert werden, ohne dass man sich selbst als Christin irgendwie dafür schämen müsste, weil man denkt, oh, jetzt wird es wieder so dargestellt, als wären wir alle was weiß ich. Und es ist halt einfach nicht so. Und das Buch, finde ich, macht das richtig, richtig gut. Und wie ihr seht, ich könnte stundenlang über dieses Buch sprechen. Aber falls ihr wirklich mal einfach was ausprobieren wollt, dann kann ich euch diese Reihe wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Und jetzt kommen wir zu dem 7. Buch. Und das ist tatsächlich auch das erste, das ich leider nicht gelesen habe. Und zwar ist das Kiss and Tell von Adib Khurram. Und irgendwie finde ich super, super traurig, dass ich zu diesem Buch nicht gekommen bin. Ich habe tatsächlich losgelesen. Ich bin bis auf Seite 17 gekommen. Also wirklich nicht sehr weit. Aber ich sehe gerade, da sind super schöne Post-its noch drin. Die muss ich mal raustun. Sehr schöne Farben. Ja, das ist der Autor von Darius der Große und vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ich diese Dialogie wirklich so geliebt habe. Es war wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes und das ist dann sein neuestes Buch gewesen, was dieses Jahr, soweit ich weiß, auch erst erschienen ist. Und ich habe es natürlich direkt bestellt, weil ich es lesen wollte und habe ich es gelesen? Nein. Es geht auf jeden Fall irgendwie um eine Boyband und
Mehr weiß ich gar nicht genau. Ich habe neulich, glaube ich, schon mal den Inhalt irgendwie falsch wiedergegeben. Aber ich wollte mich da tatsächlich einfach irgendwie überraschen lassen. Es ist wieder ein queeres Buch und ich bin unglaublich gespannt, werde das hoffentlich wirklich definitiv irgendwie Anfang von 2023 noch lesen. Dieses Jahr komme ich einfach wirklich nicht mehr dazu. Aber die ersten 17 Seiten klangen auf jeden Fall schon mal wirklich gut und vielversprechend. Von daher, ja, hoffe ich, dass ich dazu wirklich bald komme. Falls ihr das gelesen habt, dann motiviert mich gerne. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja, aber das ist jetzt leider ein Buch, was ich nicht gelesen habe von meiner Liste. Naja, kann ja nicht perfekt laufen. Das nächste Buch auf meiner Liste ist Dark Ivy und das ist, glaube ich, das aktuellste, beziehungsweise das, was am. Obwohl, ja doch, ich glaube, das ist das Aktuellste, was sozusagen ganz am Ende erst erschienen ist des Jahres. Ich habe es mit diesem unglaublich schönen Buchschnitt, der mir wirklich auch sehr, sehr gut gefällt. Und ich muss sagen, ich habe mich auf dieses Buch von Nicola Hotel wirklich so gefreut, weil ihr wisst, ich liebe die Autorin. Und gerade die It Was Always Reihe hier und die Ever und Blue Dilogie, das waren wirklich absolute Herzensbücher von mir und ich habe die so geliebt, weil es, finde ich, so einen frischen Kick in das Genre so ein bisschen bringt und ich einfach nur Nicola Hotels Schreibweise und ihre Ansichten und auch wie sie die Charaktere sozusagen kreiert und was für Schwächen die Charaktere eben auch haben, all das liebe ich einfach an ihr. Von daher habe ich mich auf Dark Ivy sehr gefreut. Ich muss sagen, ich mochte es auch sehr gerne. Ich war hier so ein bisschen skeptisch am Anfang, beziehungsweise nein, am Anfang habe ich mich ultra gefreut und habe gedacht, das wird wieder ein Jahreshighlight. Dann war ich ein bisschen skeptisch, weil ich plötzlich aus allen Richtungen so gehört habe, ich fand es nicht so gut, hat mich etwas enttäuscht. Nicht so, was? Wieso enttäuscht Nicola Hotel? Habe ich es gelesen, relativ am Anfang auch, beziehungsweise ein bisschen später, als es dann erschienen ist, obwohl ich es mir direkt am Erscheinungstag gekauft habe. Und dann habe ich es auch gelesen und ich muss sagen, mir hat es wirklich gut gefallen. Auch wenn es für mich nicht ganz an diese anderen zwei Dilogien rankommt, war es für mich trotzdem ein gutes Buch. Es hat mir gefallen, wie gesagt, es hat mich gut unterhalten. Es waren wieder schöne Charaktere, kein Bad Boy in dem Sinne, also in diesem klassischen, toxischen Sinne, sondern einfach wirklich Charaktere, die unterschiedlicher zwar nicht sein könnten, aus unterschiedlichen Schichten, sag ich mal, kommen und die sich trotzdem irgendwie annähern und die miteinander klarkommen und die sich anfreunden und verlieben. Und es war irgendwie einfach schön. Also ich mochte das Setting, weil es eben auf einem College-Internat, sag ich mal, irgendwie spielt. Und ich fand es einfach wirklich gut. Und da freue ich mich auch sehr auf den zweiten Teil, der nächstes Jahr dann erscheint. Ja, was ich an diesem Buch auch optisch sehr, sehr, sehr ansprechend finde, ist dieses, wie hieß es? Black Poetry? Blackout Poetry. Ich kannte das gar nicht, muss ich sagen. Aber einfach so diese kleinen Sachen, wo dann nur bestimmte Wörter irgendwie freigelassen werden und das hat dann irgendwie eine Bedeutung. Ich fand das einfach unglaublich schön. Hier zum Beispiel noch. Das hat einfach was. Das habe ich so in einem Buch noch nie gesehen und fand ich einfach beim Lesen schön, dass immer mal wieder so ein kleines Extra mit dabei war. Also ja, sehr große Empfehlung. Ich mochte es sehr gerne. Dann sind wir jetzt auch schon bei Nummer 9. Ja. Und zwar Reminders of Him habe ich mir aufgeschrieben. Ich hatte das Englische hier auf meiner Liste, habe es jetzt aber auf Deutsch gelesen und mochte es tatsächlich auch sehr gerne. Colleen Hoover ist ja für mich eine Autorin. Ich habe die vor Jahren gelesen. Wirklich, ich habe eigentlich alle ihre Bücher immer dann gelesen, als sie erschienen sind. Es ist nicht so, dass ich jetzt im Nachhinein, außer Too Late, das fehlt mir zum Beispiel noch, aber sonst habe ich eigentlich alle ihre Bücher, wenn ich sie gelesen habe, immer zu dem Zeitpunkt, wo sie erschienen sind, gelesen. Und das bedeutet auch, dass ich nie wusste, welches Buch einen mega krassen Hype erleben würde. So wie jetzt zum Beispiel mit Nur noch ein einziges Mal. Das ist ja verrückt, was dieses Buch jetzt gerade durch BookTok und so weiter immer noch oder wieder an Hype bekommt. Das ist absolut absurd. Ich habe das Buch damals total geliebt. Ich fand es wirklich auch richtig, richtig gut. Ja, aber trotzdem wundert es mich, dass das Buch so, so krass gehypt wird. Aber ich finde es eigentlich immer so ganz schön, auch wenn man die Bücher relativ am Anfang liest, weil ich finde, man hört dann so schnell so unglaublich viel aus allen Richtungen, wo man irgendwie dann doch, wenn auch unbewusst, irgendwie beeinflusst wird. Deshalb habe ich das hier auch relativ am Anfang gelesen. Und das habe ich tatsächlich dieses Jahr auch im Weltbild-Leseklub lesen dürfen mit einigen von euch. Vielleicht habt ihr sogar mitgelesen. Es lief auf Insta. Ich fand es super schön, gerade auch der Austausch mit euch. Deshalb sind hier auch noch die ganzen Leseabschnittzettelchen hier oben drin.
Ich mag es einfach total gerne, Leserunden irgendwie zu führen, beziehungsweise bei Leserunden teilzunehmen, weil ich es immer schön finde, so nach jedem Abschnitt sich auszutauschen und zu erfahren, was die anderen darüber denken. Ich finde, das hat irgendwie einfach was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, habe ich gelesen, mochte ich gerne, fand ich nicht so krass gut wie einige andere. Ich habe auch gehört, dass viele total heulen mussten bei dem Buch. So berührt hat es mich dann doch nicht. Obwohl es gut war, ne? Also es geht hier um eine Protagonistin, die gerade aus dem Gefängnis wiederkommt und ihre Tochter sehen möchte, die bei den Eltern von ihrem Freund sozusagen gerade leben. Und dieser Freund ist allerdings gestorben. Und sie war deshalb eben auch im Gefängnis. Und jetzt kommt sie eben wieder in das Dörfchen zurück und will ihre Tochter sehen. Dass da weniger Begeisterung da ist, ist, glaube ich, irgendwie verständlich, weil eben alle sie auch dafür verantwortlich machen, was mit Scott, also ihrem Ex-Mann, passiert ist. Und so ist dann einfach die Geschichte. Sie trifft dann auf den ehemaligen besten Freund von Scott und die beiden lernen sich dann so ein bisschen kennen und so weiter. Und er weiß, glaube ich, am Anfang auch nicht, wer sie ist. Oder er weiß es relativ schnell, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Aber ja. Also ich fand, es war wirklich ein schönes Colleen Hoover-Buch, ein unterhaltsames Colleen Hoover-Buch, auch definitiv ein trauriges Colleen Hoover-Buch. Aber ich glaube, das macht sie halt immer so, weil sie kann es einfach so Sachlagen, sag ich mal, darzustellen, dass man am Anfang denkt, man wüsste oder man würde sagen, okay, ist total logisch, wie das jetzt alles laufen muss und so weiter. Und man versteht total die eine Seite und wie kann die andere Seite es überhaupt wagen, da jetzt aufzutauchen und so weiter. Und im Laufe des Buches versteht man dann einfach, wie komplex einfach manche Dinge sind und dass es manchmal einfach keine leichte Lösung irgendwie für etwas gibt. Und das schafft Colleen Hoover meiner Meinung nach immer wirklich sehr, sehr gut. Und auch in diesem Buch hier war es definitiv sehr gut gelöst. Also ich mochte's. Dann das Buch Nummer 11, das habe ich tatsächlich auch nicht gelesen. Und zwar ist das Genderleicht aus dem Duden Verlag. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das tatsächlich sehr, sehr spannend fand. Das Thema einfach so, wie gendert man richtig? Und irgendwie habe ich das Buch tatsächlich erstens nie irgendwo gesehen, obwohl ich immer mal wieder geschaut habe im Buchladen so. Bestellt habe ich es mir halt nicht und deshalb habe ich es jetzt auch nicht gelesen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es jetzt überhaupt noch lesen möchte. Ich habe für mich eigentlich eine ganz gute, sag ich mal, Art und Weise gefunden, wie ich das so handhabe. Und ich bin eh gespannt, wie sich das generell alles so etabliert, beziehungsweise wie sich das weiterentwickelt, weil ich glaube, dass viele das schon in ihrem Sprachgebrauch so ein bisschen einfach, ja, das hat sich irgendwie so eingebürgert. Man achtet schon darauf, wie man spricht oder wen man auch anspricht. Und trotzdem sehe ich auch eben viele Dinge. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Alicia Joe, das Video übers Gendern. Es gibt einfach auch viele, viele Dinge, die kritisch sind oder wo man eben andere Leute wieder dadurch ausschließt, wo man vielleicht am Anfang gar nicht so dran denken würde. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Wie gesagt, ich habe ein ganz gutes Ding für mich also gefunden. Ich gendere meistens, wenn ich spreche, achte ich schon darauf, dass ich eben die männliche und die weibliche Form nutze. Ja, aber es ist ein schwieriges Thema irgendwie und ja. Egal. Auf jeden Fall habe ich das Buch nicht gelesen. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr tun, obwohl ich es immer noch spannend finde, was der Duden dann wirklich dazu sagen würde, was sozusagen die Regeln sind. Ne? Also ich meine, jetzt gerade macht es ja irgendwie jeder so, wie er man möchte, mit einem Sternchen, mit einem großen I, mit männlich und weiblich die Form und so weiter. Aber was jetzt sozusagen die einheitliche Regelung ist, weiß ich eigentlich nicht. Von daher wäre es vielleicht auch mal interessant reinzuschauen. Aber egal. Buch Nummer 11 ist Lillys Versprechen und Untertitel, wie ich Auschwitz überlebte und die Kraft zum Leben fand. Und ich habe dieses Buch wirklich absolut geliebt. Das ist ja die Geschichte von Lilly Ebert eben selbst. Und sie hat dieses Buch mit ihrem Urenkel. Nein, nur Urenkel. Nein, bestimmt nicht. Doch, Urenkel. Genau. Also sie hat das Buch mit ihrem Urenkel Dov Forman, das ist der gute Typ mit der Lilly, gemeinsam geschrieben. Und es war einfach total schön irgendwie. Vor allem die beiden sind auch auf TikTok aktiv und ich weiß nicht, ob mittlerweile immer noch, aber sie haben eben dort auch so Aufklärungsarbeit geleistet und so weiter. Sie hat davon gesprochen, wie die Zeit war und sie hat es sich eben wirklich zum Versprechen gemacht, als sie eben in Auschwitz war, dass sie niemals über dieses Ereignis schweigen möchte, sondern dass sie darüber reden möchte, sie möchte aufklären, sie möchte dafür sorgen, dass so etwas eben nicht mehr passiert. Und ach, es war einfach wirklich unglaublich berührend, traurig, aber irgendwie auch einfach inspirierend zu sehen, was Lilly in ihren sehr, sehr, sehr alten Tagen noch leistet und was sie eben einfach, ja, was sie alles einfach alles jetzt noch schafft. Und ja, deshalb große Empfehlung, ich mochte es wirklich sehr, sehr gerne.
Nächstes Buch ist People We Meet on Vacation und das habe ich auch gelesen und ich habe gesehen, dass ich das Cover bzw. das Buch gerade irgendwie nicht mehr zu Hause stehen habe. Wahrscheinlich habe ich es verliehen, müsste ich meine Freundin fragen, das ist eigentlich die Einzige, die es haben könnte. Auf jeden Fall habe ich es nicht mehr gefunden. People We Meet on Vacation von Emily Henry. Ich liebe diese Autorin wirklich sehr, gerade Book Lovers war wirklich ein Highlight von mir. Ich habe dieses Buch wirklich einfach weggesuchtet und ich mag es an ihren Büchern, dass die Bücher nicht spicy sind und trotzdem ist dieser Romance-Aspekt einfach total gut umgesetzt. Also ich mag die Bücher wirklich sehr und auch People Meet on Vacation mochte ich total. Es ist eine Friends-to-Lovers-Geschichte, auch mit einigen Zeitsprüngen, wo ich ja nicht immer der Fan von bin, aber da wurde es wirklich meiner Meinung nach gut umgesetzt und gute Unterhaltung. Es war auf Englisch gut verständlich, nicht mega kompliziert und ich mag dieses Buch auch einfach vom Cover und von dem Handling. Gerade diese Ausgaben sind so schön, so floppy. Die anderen UK-Ausgaben, soweit ich weiß, also die, ich glaube, das sind die UK-Ausgaben, die anderen, die so kunterbunt sind, die sind eben wirklich so fest und hart. Von daher mochte ich das ja wirklich sehr gerne. Aber ja, also Emily Henry, ich freue mich, da kommt auch nächstes Jahr, glaube ich, ein anderes auf Deutsch raus. Keins von denen, die schon erschienen sind, sondern eins, das sogar, glaube ich, erst auch auf Englisch erscheint, soweit ich weiß. Bin ich gespannt, das ist so komplett pink irgendwie. Ja, also mal sehen. Vielleicht kommt das auf die 2023-Liste. Das nächste Buch auf meiner Liste ist Der Tätowierer von Auschwitz. Und auch dieses Buch habe ich gelesen. Ich glaube, über dieses Buch muss ich nicht mehr allzu viel sagen. Ich denke, viele, viele haben es schon gelesen. Viele, viele werden es einfach vom Titel her kennen. Ich glaube, wurde es nicht sogar verfilmt? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ja. Das war das erste Buch von Heather Morris, was ich gelesen habe. Und dieses Jahr habe ich dann auch tatsächlich ihre ganzen anderen, die danach kamen, sozusagen gelesen. Ich habe dieses Jahr auch erfahren, dass ihre Bücher etwas kritisch zu betrachten sind, dass irgendwie einige Dinge, die als Fakten dargestellt werden, so eigentlich nicht waren, nicht hätten sein können, dass irgendwie die Märsche woanders lang gingen als in dem Buch beschrieben. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Finde ich natürlich dann immer sehr, sehr schade. Ihre Bücher sind, sage ich mal, vom Inhalt her total gut. Also ich lese ihre Bücher wirklich immer sehr gerne und ich finde, es kommt auch total gut rüber, was die Personen damals so gefühlt haben. Von daher finde ich es total schade, dass es dann eben an so Dingen wie Fakten falsch oder die tätowierten Nummern, dass sie nicht korrekt sind. Das sind natürlich Sachen, die sollten einfach nicht passieren. Und ich weiß nicht, ob sie sich da überhaupt mal dazu geäußert hat. Das würde mich auch mal interessieren. Aber ja, nur als Info für euch, dass es da auch definitiv wahrscheinlich viele andere, bessere, akkuratere Bücher zu dem Thema gibt, als die von Heather Morris. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwie was dazu sagen. Ah, genau. Ich habe von ihr noch das Buch gelesen, Geschichten der Hoffnung oder so hieß das, glaube ich. Und da hat sie eben auch total viel darüber erzählt, wie sie sich mit Lale, also dem Tätowierer, wirklich auch getroffen hat und wie sie total viel mit ihm gesprochen hat, wie sie richtig gute Freunde wurden. Und deshalb ist es halt irgendwie so schade, weil sie erzählt zwar seine Geschichte, aber die beiden kennen sich eben auch wirklich, ne? Und sind wirklich Freunde geworden und er hat ihr so viel anvertraut und erzählt und dann ist es halt irgendwie einfach schade, wenn dann das Buch, sag ich mal, nicht so richtig korrekt ist, wie es sein sollte. Ja, so viel dazu, aber ich habe es gelesen. Dann ging es weiter. Wo sind wir jetzt gerade? Bei welcher Nummer? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buch Nummer 14 ist der erste Teil von der Dunbridge Academy. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr auch die komplette Reihe gelesen. Ich finde es einfach verrückt, wenn man am Ende des Jahres nochmal so Revue passieren lässt, was alles in diesem Jahr erschienen ist. Ne? Dass dieses Buch, der erste Teil, erst dieses Jahr erschienen ist, das ist verrückt. Ja. Ich habe es gelesen, ich war von dem ersten Teil ein klein wenig enttäuscht, muss ich zugeben. Habe dann aber den zweiten noch gelesen, den ich mehr mochte. Und den dritten habe ich auch gelesen, den ich dann sehr gerne mochte. Also ich finde, die Reihe wurde immer besser. Die Meinungen gehen total auseinander. Viele fanden den ersten auch am besten. Das ist, glaube ich, einfach nur Geschmackssache. Aber ich habe es gelesen, mochte sehr gerne und freue mich auf die weiteren Reihen und Bücher von Sarah Sprinz, die nächstes Jahr alle so erscheinen. Dann ein Buch, Schande über mein Haupt, was ich immer noch nicht gelesen habe. Ich habe euch das schon mal irgendwann zwischendrin gezeigt. Das Buch von Fitzek und Beisenherz, Schreib oder stirb. Das ist, glaube ich, so eine Art humorvoller Thriller. Und irgendwie hat mir die letzte Motivation gefehlt, dieses Buch zu starten, weil ich da auch immer so gemischte Dinge drüber gehört habe. Fitzek lese ich hier wirklich immer sofort und ich liebe ihn auch. Aber so eine Mischung aus Humor und Thriller kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich möchte es auf jeden Fall noch lesen. Das interessiert mich auch. Ich würde es tatsächlich gerne als Hörbuch hören. Ich glaube, das gibt es allerdings noch nicht. Muss ich mal noch gucken. Ja, aber das hier ist eins, was ich leider nicht gelesen habe.
Weiter geht es mit der Verrat von Keeper of the Lost Cities. Das habe ich gelesen und das war auch das letzte, glaube ich. Ich weiß immer nie, welcher Teil das ist. Das steht irgendwie auch nicht so außen drauf, glaube ich. Ja. Ah doch, der vierte Band. Es ist der vierte Band und das ist, glaube ich, auch der letzte der Reihe, den ich bisher gelesen habe. Die Reihe besteht ja insgesamt aus 9 Bänden, die noch nicht alle erschienen sind, glaube ich. Aber ich habe mindestens noch 3 oder 4 hier. Das heißt, ich glaube, ich bin insgesamt beim 8. oder sowas. Müsste ich jetzt schon theoretisch sein. Ich möchte die Reihe nächstes Jahr definitiv weiterlesen und vielleicht auch beenden, weil die Keeper of the Lost Cities Reihe wirklich eine Fantasy-Reihe ist, die zwar eigentlich, sag ich mal, für Jugendliche geschrieben ist, aber die wirklich mir so unglaublich gut gefällt. Sie hat Spannung, sie ist irgendwie sehr außergewöhnlich. Es geht um Feen, es geht um eine andere Welt. Und die Protagonistin Sophie Foster, die gerät da so irgendwie mitten rein und hat irgendwie deutlich mehr Fähigkeiten, beziehungsweise deutlich mehr, oder sie ist wichtiger, als sie anfangs denkt und viel mehr hängt an ihr. Und es ist einfach so gut, wirklich. Es ist eine Reihe, wo man sich so komplett drin verlieren kann, mit vielen verschiedenen Charakteren, auf jeden Fall komplex. Also es ist jetzt nicht so, dass man die mal schnell durchliest. Die Bücher sind auch, das sind glaube ich die dicksten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Das hier hat 630 Seiten. Das nächste ist glaube ich nochmal dicker, es hat bestimmt 1000. Also für eine Jugendbuchreihe, ne, sind das schon echte Klopper. So dick sind meine ganzen anderen Bücher auch nicht. Aber ja, ich kann es wirklich nur empfehlen, auch für Jugendliche natürlich, aber eben auch für Ältere, die gerne Fantasy lesen, ist Keeper of the Lost Cities wirklich einfach eine tolle Reihe. Dann ein Buch, was irgendwie nur so halb zählt, weil ich es einfach nicht beendet habe. Verbrechen von nebenan. Das sind 10 spektakuläre Fälle und ich bin aktuell, nein, stimmt nicht, es sind mehr als 10. Ich bin aktuell bei Fall 6 und es sind insgesamt 15 Fälle. Ja. Und mich ärgert es wirklich, dass ich das nicht beendet habe, weil ich es mir eigentlich echt fest vorgenommen hatte. Aber irgendwie kam immer was anderes dazwischen und dann habe ich das hier weggelegt und ja. Es hat definitiv nichts mit dem Inhalt zu tun, dass ich es nicht beendet habe, weil es wirklich spannend. Ich mag die Art und Weise, wie diese Fälle nacherzählt werden, total gerne, weil man eben die ganze Zeit dabei bleiben will, weil man wissen möchte, wie das Ganze endete, wie das passieren konnte. Und es ist auch total spannend, weil eben immer anfangs dabei steht, wo das Ganze stattfand. Und es gab zum Beispiel auch einen Fall, der bei mir relativ in der Nähe, also ein paar Städte weiter war, wo ich mir so dachte, what? Es war zwar tatsächlich schon einige Jahre her, also schon, keine Ahnung, 1900 irgendwas oder so, aber trotzdem war es irgendwie komisch, das so zu sehen. Aber ja, auf jeden Fall sehr spannend. Wer True Crime mag, der kann sich dieses Buch auf jeden Fall anschauen. Das ist ja auch ein Podcast, den ich bisher immer noch nicht gehört habe, aber falls ihr lieber Podcasts hört, dann gibt es das auch. Und jetzt haben wir noch 4 Bücher. Einmal Nebelschimmer von Anja Omar. Das ist der zweite Teil der Reihe. Den ersten habe ich ja gelesen, habe ich geliebt. Den zweiten habe ich gelesen, habe ich ebenfalls geliebt. Und jetzt im Januar erscheint, glaube ich, der dritte. Und da freue ich mich auch schon so unglaublich sehr darauf. Sie hat angekündigt, dass der dritte eher ein Fast Burn, falls man das nennen kann, also kein Slow Burn Buch ist, sondern eben wirklich, dass es relativ schnell zur Sache geht. Bin ich gespannt. Ich traue der Autorin alles zu und hoffe auch, dass sie das gut meistert. Ich bin ja nicht so der Fan davon, wenn alles zu schnell geht, aber weil ich wirklich ihre Bücher abgöttisch liebe, freue ich mich da auch schon sehr drauf. Ja, da werde ich im Januar berichten, aber das habe ich auf jeden Fall auch gelesen. Dann haben wir hier noch eine Kurzgeschichte bzw. eine Novella und zwar die von Ellie Hazelwood. Below Zero habe ich mir hier aufgeschrieben. Das ist die dritte und ich kann euch hier schon mal zeigen, welches Buch im Januar erscheint. Das ist nämlich jetzt dann, sind die 3 E-Books, die es bereits alles schon gibt, aber endlich erscheint es dann auch als Buch, als Printversion von Ellie Hazelwood und ich liebe es sehr. Ich finde, es passt perfekt zu den anderen Büchern dazu und hier sind dann, wie gesagt, einfach die 3 Kurzgeschichten, was heißt Kurzgeschichten? Das ist trotzdem ein komplettes Buch. Also die 380 Seiten Bücher gesammelt in einem. Und ich glaube, das freut auf jeden Fall viele, weil ich habe zwar die E-Books jetzt gelesen, weil ich einfach nicht mehr warten konnte. Und ich habe sie auch wieder sehr geliebt, wirklich sehr geliebt. Aber ich freue mich jetzt auch, dass es endlich als richtiges Buch erscheint. Von daher haltet die Augen offen, im Januar ist es endlich soweit. Und das vorletzte Buch, das ich nicht gelesen habe, ist Nachkommen. Ich kann euch hier das Cover mal einblenden, weil das Buch besitze ich auch noch nicht. Ich finde, das klang einfach wirklich, wirklich spannend, aber irgendwie ist das dieses Jahr komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe es auch nie
im Buchladen oder so gesehen. Also das Cover kommt mir nicht bekannt vor, außer halt, weil ich es ausgedruckt habe. Aber ja, schade. Vielleicht gucke ich mir das nächstes Jahr mal noch an. Ich kann den Untertitel gar nicht richtig lesen. Wenn Töchter ihren Müttern mitschreiben? Schreiben. Ah, wenn Töchter ihren Müttern schreiben. Ich fand, das hat mich total angesprochen, als ich das anfangs gesehen habe. Aber nicht gelesen, leider. Und last but not least ein Buch. Und wir starten, wir enden natürlich gut. Und zwar Boyfriend Material habe ich gelesen. Zwar auf Deutsch, obwohl ich mir das Englisch aufgeschrieben habe. Aber das ist ja, wie gesagt, egal. Ich mochte es gerne. Es war ja eine Fake-Dating-Story zwischen diesen beiden Typen. Es ist wirklich sehr dick für ein Romance-Buch. Es hat 520 Seiten. Ich bin gespannt auf den zweiten. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob ich ihn lesen werde. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen. Falls ihr den zweiten gelesen habt auf Englisch, dann sagt mir gerne mal, wie er so ist. Ja, ich weiß aber noch nicht. Obwohl mir der erste wirklich gut gefallen hat, bin ich mir noch unsicher, ob er mir so gut gefallen hat, dass ich unbedingt den zweiten Teil auch noch lesen möchte. Mal schauen. Aber ich habe es beendet. Und das waren sie, die 22 Bücher für 2022. Jetzt zähle ich nochmal durch, wie viele ich gelesen habe und wie viele ich nicht gelesen habe. Also wenn ich jetzt richtig gezählt habe, habe ich 6 von diesen 22 Büchern nicht gelesen. Das bedeutet, dass ich 16 gelesen habe. Und ich finde, das ist wirklich eine ziemlich gute Quote. Verbrechen von nebenan kann ich ja eigentlich so halb dazu zählen, dann wären es nur 5, die ich nicht gelesen habe. Aber so insgesamt bin ich wirklich happy. Yearbook, wie gesagt, das Heartstopper Yearbook, das kam ja jetzt erst vor kurzem raus. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich das nicht sofort gelesen habe. Da gab es jetzt einfach gerade anderes. Ja, und die anderen lese ich auf jeden Fall noch, außer eben Genderleicht, da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Also ich bin wirklich happy, muss ich sagen, dieses Jahr mit der Challenge. Wie gesagt, ich werde mir für 2023 definitiv wieder 23 Bücher raussuchen, die ich da auch lesen möchte. Da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen, ob ich auch Bücher wähle, die eben erst nächstes Jahr irgendwann erscheinen. Muss ich gucken, was mich da gerade so anspricht. Ich habe noch gar keinen Überblick. Ich muss ja erstmal noch mein neues Bookjournal gestalten, auf das ich mich auch schon sehr freue. Ich liebe das einfach, so ein neues Bookjournal zu starten. Obwohl das noch gar nicht ganz voll ist. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, aber ein ganzes nächstes Jahr passt hier halt auch nicht mehr rein, ne? Muss ich jetzt noch viel am Ende des Jahres einfach machen. Naja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich werde das Video jetzt nicht noch länger ziehen, als es eh schon ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest. Genießt die freien Tage mit euren Freunden, Familie, alleine, wie auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Ich muss mal gucken, wann wieder. Ende des Jahres gibt es ja dann plötzlich wieder einige Videos, die irgendwann gedreht werden wollen, wie Jahreshighlights, Lesemonat, Bookopoly, dann Challenges für das nächste Jahr, Lesevorhaben fürs nächste Jahr. Also wirklich einiges, was auf meiner Liste steht. Ich hoffe, ich komme irgendwann dazu. Über Silvester bin ich nämlich gar nicht da. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr bleibt als Follower dabei. Wie gesagt, ihr könnt den Kanal natürlich gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, macht's gut, euch eine schöne Woche und bis dann. Tschüss!